Ich war eigentlich bis an dem Moment war ich so glücklich. Und wo ich sie dann so gesehen habe, habe ich gemerkt, da fehlte mir was. Ich bin dann Chusi Toko, geboren bin ich in Kongo. Bis zum vierten Lebensjahr habe ich auch dort gelebt und bin dann in der Schweiz gezogen. Ich bin Fußballprofi bei dem FC St. Gallen. Und da meine Familie alle Fußball gespielt haben, bin ich natürlich angesteckt worden. Meine Brüder waren so meine Vorbilder. Wir sind katholisch aufgewachsen. Ich bin sehr oft in die Kirche gegangen. Als Ministrant habe ich auch dort gedient. Mit 16 wurde ich dann Fußballprofi. Hatte ich mal meinen ersten Profivertrag bekommen beim Grasshoppers Club Zürich. Und mit 17 hatte ich dann mein Profidebüt und konnte so durchstarten. Ich habe meinen Traum gelebt. 2013 wurde ich mit meinem Lieblingsclub, also mit Grasshoppers Club Zürich, wurde ich Pokalsieger und ich war der glücklichste Mensch. Wir sind dann in einem Nachtclub gewesen und dann hatte ich ein Mädchen kennengelernt und dann hat sie mir die Frage gestellt, ob ich wirklich glücklich bin und dann dachte ich, natürlich bin ich glücklich, ich wurde gerade Pokalsieger. Sie hat mir erzählt, dass sie früher Fußball gespielt hat und nicht mehr Fußball spielen kann, weil sie dreimal sich schwer im Knie verletzt hat. Und dann habe ich ihr gefragt, ja eben, wie kannst du denn so glücklich sein? Und dann meinten sie, ja, das ist nicht sie, sondern das ist Jesus. Und ja, bei mir hat das in diesem Moment etwas gemacht. Ich habe mich eigentlich so nutzlos gefühlt. Ich war eigentlich, bis an dem Moment war ich so glücklich und wo ich sie dann so gesehen habe, habe ich gemerkt, da fehlte mir was. Also so glücklich bin ich nicht, so wie sie es ist. Und sie hat mich dann auch kurz darauf eingeladen, bei ihr in der Kirche. Ich dachte mir, okay, nein, ich will das wissen, was die hat, was ich nicht habe. Also wo wir reingegangen sind, habe ich schon gemerkt, hey, diese Kirche ist nicht so wie meine Kirche. Ja, die Leute waren jung, so wie ich. Und ich dachte mir, glauben so viele junge Leute an Jesus? Ich war wirklich so positiv überrascht, dass ich einfach die ganze Zeit berührt war. Und die Message hat mich auch sehr berührt. Und noch in meinem Auto sind bei mir einfach Tränen geflossen, weil ich so ein bisschen ein Revue passieren gelassen habe über mein Leben. Dass ich eigentlich gedacht habe, dass ich wirklich alles habe, dass alles stimmt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich bis jetzt einfach vor mir hingelebt habe und das Wichtigste ignoriert habe. Und das war Jesus. Ich habe zu Jesus gesagt, ich will ihm mein Leben geben, ich will ihm folgen. Und die Wichtigkeit in meinem Leben war nicht mehr Fußball. Natürlich ist mir Fußball sehr wichtig, aber es gibt nichts Wichtigeres als Gott. Und seit ich so lebe, habe ich diesen Frieden gefunden, habe ich diese Ruhe gefunden. Ich dachte auch damals, dass ich alles hatte und ich eigentlich glücklich bin. Aber dann habe ich gemerkt, dass bei mir etwas fehlt. Und wie ist es bei dir?